Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu XCOM spielt XCOM 2. Ja, ihr seht, ich bin voll dabei. Gibt es keine Unschuldigen? Westeuropa wird bestraft. Furien, Alien-Legierungen brauchen wir jetzt nicht. Was wir brauchen ist der Kontakt. Die Auserwählten jagen uns unablässig, um sie in ihre Gewalt zu bringen und damit Angst und Schrecken beim Widerstand zu verbreiten. Wir müssen sie genau beobachten, denn sie sammeln immer mehr Informationen über unsere Pläne. Aber da bringt nur noch zwei Punkte entfernt. Wir gehen in diesen Einsatz rein. Wir haben unsere Forschungen in bemerkenswert kurzer Zeit abgeschlossen, Commander. Und können da Gausswaffen mitnehmen. Temnotik-Gewehr, Gauss-Gewehr, Magnetkanone, verbesserte Sturmgewehre. Plus 1 Schaden, das ist so gut. So gut. Widerstandsfunk, Psionik, Plattenrüstung, 12 Tage, Vipernautopsie, experimentelle Waffen, ist natürlich auch gut. Muton, Schmuton, Adventaten-Pad, Dekodierung. Nee, da wollen sie die ganze Zeit, dass wir diesen Schädeldinger da benutzen. Ist er auch nicht verkehrt. Ah, dann würde ich eher sagen, gehen wir in die experimentellen Waffen rein. Oder doch lieber in die Rüstung. Oder in den Widerstandsfunk. Unsere Reichweite muss vergrößern, unsere leichte Eingabe erledigen und für das Hauptgröße. Ja, 4 Tage für unsere Wissenschaftler werden sofort loslegen. Ich bin großer Widerstandsfunk-Fan. Wie ihr es denken könnt, gibt Umsatz. Niedrige Einnahmen. Wieso das denn? Förderung. Elisabeth, ja, irgendwann werden wir dich auch befördern, wenn das Spiel es mir mal erlaubt. Wie sieht es eigentlich mit der Krankenstation aus? Ich möchte das abbrechen. Verbesserung ansehen. Hyperventilationsmodul. Muss ich da irgendwo reinklicken? Oder ist jetzt das einfach, ich sag mal. Ian, nur noch 4 Tage verwundet. Ja, scheint ja zu funktionieren. Sonst, ich glaube, es wurden 8 Tage angezeigt. Nach der letzten verdeckten Aktion mussten einige unserer Soldaten medizinisch behandelt werden. Doch nach ein paar Tagen Ruhe werden sie wieder einsatzbereit sein. Informationsproduktion. Wir holen Mox. Es ist soweit, wir holen Mox. Ich drücke mich immer davor, weil ich so oft in dieser Mission total versagt habe. Wir befördern erstmal die Soldaten, die es zu befördern gilt. Das ist Mr. Dusselut. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst den Sprengschuss. Nee, auch Unterstützungsfeuer. Ich glaube, das ist the way to go. Haben wir noch eine Waffe? Du bist schon beim Automatikladen. Okay. Okay. Egonson, du bekommst eine Waffenverbesserung, haben wir doch gesagt. Und zwar Magazingröße wird um 2 vergrößert. Ja. Das machen wir. Letos. Es gibt keine weiteren Waffenverbesserungen für dich. Du fügst dem Ziel immer noch einen Schaden zu. Scharfschütze braucht es nicht. Max Power braucht es auch nicht. Egonson hat schon bekommen. Specialist. Ja, du ist gut. Du hast schon Automatiklader. Xila. Als Specialist kannst du doch bestimmt. Kritische Trefferchance um 5% der Bonus steigt. 4 Schüsse. Fügen doch einen Schaden zu. Finde ich gut. Und dann haben wir für Sengir noch eine weitere Waffenverbesserung. Kritische Trefferchance erhöht. Mit abnehmender Nähe. Mit abnehmender Entfernung zum Ziel. So ist es richtig rum. Okay. Okay. Das sieht doch gut aus, unser Trupp soweit. Wir wollen Mox retten. Es ist soweit. Wen nehmen wir dafür? Wir brauchen Leute mit viel Fortbewegung. Brauchen Leute, die schnell sind. Ich meine, das ist Dusselhut. Ist er das?
So mit Mobilität 12. Muss man auf jeden Fall so ein, eine Erweiterung downloaden. Damit man das hier viel besser hinbekommt. Max Power ist dabei, kann die Gesundheit gebrauchen und ist außerdem im Schatten. Und 15 Info, dass es kein Hinterhalt ist. Sehr gut. Dann wünsche ich euch beiden. Ach Quatsch, das ist doch noch gar nicht der Einsatz. Der Einsatz meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Wird dann erst sein, wenn wir die 5 Tage erforscht haben. Sorry. Da war es ja für die Katz. Neues Ziel hinzugefügt. Commander, wir haben den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt und können die Advent-Geheimeinrichtung auf ihren Befehl hin angreifen. Unsere Truppen sollten vollständig ausgerüstet und bereit sein für diesen schweren Einsatz. Die Einrichtung ist sicher gut bewacht. Ich habe ein Auge auf all unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten ihre Befehle. Wir brauchen jetzt halt neue Kontaktdinger, den Widerstandsfunk können wir bald machen. Ups. Wollen wir schon hier rein? Nicht ohne die beiden, die wir gerade geschickt haben, Mox zu entdecken. Dann holen wir neue Legierungen. Auf dem Schwarzmarkt brauchen wir, glaube ich, gerade nichts. Das Avatar-Projekt wird da weiter fort. Aber wir verlieren nicht direkt, wenn es voll ist. Wir haben dann immer noch 1-2 Tage. Unsere Forschung war ein Erfolg, Commander. Und dann können wir immer noch diesen Sondereinsatz machen. Wenn es nicht anders geht. Ja. In Bezug nimm die Offiziersleiche. Und jetzt hoffen wir, dass wir 2 Tage Ruhe haben. Wir können nun in allen Regionen, in denen wir Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt haben, Funkrelais errichten. Bonus. Was ist denn der Bonus? Und wenn wir jetzt das Funkrelais bauen, was passiert dann? 50 Vorräte. Wir haben 91. Setze Kurs auf die westliche USA. Ja, okay. Aber dann kriegen wir den Bonus. Missy, ich habe jetzt aber nicht gesehen, was der Bonus war. Bei jedem Einsatz besteht die Chance, dass sich eine Advent-Einheit dem XCOM-Trupp anschließt. Das finde ich gut. Auch wenn es. Ne? Funkrelais wird errichtet. Düsteres Ereignis. Die Auserwählten leiden nicht mehr unter Spechen. Nerv. Beutezug. Zeit, uns hier richtig gutes Zeug an Land zu schaffen. Die Energiesignatur am Einsatzort deutet auf die Anwesenheit vieler psionisch begabter Feinde hin. Ja, wenn das mal nicht Hinweis darauf ist. Wir messen außergewöhnlich hohe Psi-Energiewerte in diesem Gebiet, Commander. Ich vermute, dass dort diverse psionisch begabte Aliens eingesetzt werden. Deine Commander, wir können nun auf eine experimentelle Methode zurückgreifen, um unsere Soldaten für genau einen Kampfeinsatz in perfekte körperliche und mentale Verfassung zu bringen. Okay, und wo und wie? Verdeckte Aktion. Letos ist gerade dabei am Start, okay. Egonson ist dabei. Wir müssen hier nochmal mit den richtig guten Leuten reingehen. Ihr seid alle gut. Sengir, dich brauche ich hier. 2 Rangers sind besser als einer in dem Fall. Und dann auf jeden Fall noch ein Support. Und da ist der nächste. Oh Gott. Weit weg. Verwundet. In verdeckter Aktion. Und Befreiung von negativen Eigenschaften. Oi. Noch ein Templer mit rein. Ausrüstungsgegenstände alle freigeben. Ja, Imitationsgeräte auf jeden Fall mitnehmen. Egonson, das ist was für dich. Sag ich mal, oder? Ranger hat das. Sengir, du bekommst das Imitationsgerät. Genau, als Scharfschütze bist du zu weit hinten. Als Grenadier? Nee, du nimmst eine Granate. Denn Egonson wird als Grenadier eh schon genügend Granaten dabei haben mit seinem Granatenwerfer. Dann ist aber auch noch die Frage.
Ah, Soldat revitalisieren. So kann es gehen. Mr. Taylor. Wollen wir es mal machen. Für eine Lyrium kehren. Maximale Wille. Nach jedem Einsatz, das wieder jetzt gestartet wird, hergegeben. Das kann einmal pro Spiel revitalisiert werden. Oh, wow. Mit wem ist Taylor? Mit Düsselhut. Der ist ja wiederum gerade dabei. Nee, wo ist... So, ich bin total verwirrt. Auch für mich ist es spät, ne? Kong, Jäger. Specialist. So kann er dabei sein. Soll man dann Egon soll nicht mitnehmen, wenn Letus eh nicht dabei ist. Nehmen wir mal Düsselhut mit. Und machen Mr. Taylor direkt wieder fit. Eine Lyrium-Kern ist es mir das wert, dass wir das auch mal gemacht haben. Specialist. Sehr gut. Ausrüstungsgegenstände freigeben. Aber vorher würde ich gerne gucken, ob wir noch irgendwas bauen müssen, um unsere... Oh, jetzt haben wir natürlich alles ausgegeben. 41 Vorräte. Ich kann mir vorstellen, dass die Technikabteilung da ein bisschen mehr braucht, um richtig gute Waffen herzustellen. Ah ja, automatische Magnetpistole. Templer verbessern, Schnitter verbessern, Scharfschütze verbessern. Das hätte ich gerne. Grenadier verbessern hätte ich auch gerne. Kostet aber 100, beides 100 Vorräte. Haben wir nicht. Noch eine Nanoschuppenweste. Eine Blendgranate, Medikit, Imitationsgerät, haben wir alles nicht. Dann noch, oder? Die beiden bringen nichts. Die würde ich gerne machen. Wenn wir zwei Ranger dabei haben, dann würde ich zwei Nanoschuppenwesten auch vorne sehen. Okay. Jetzt hoffe ich nur, dass wir alles wieder bei Null anfangen müssen, also, dass ich so ein bisschen was gemerkt hat. Beutezug starten. Dann bekommt unser zweiter Ranger nämlich auch eine Nano-Schuppenweste. Unser Support bekommt das Medikit. Und Düsselhut bekommt das Imitationsgerät und die Blendgranate. Unser Scharfschütze bleibt dort, wo er ist. Oh! Mr. Taylor! Sonic! Individualisieren. Charakterinfo. Kopf. Haare. So. Sieht schon besser aus. Okay. Oh Gott. Sorry. Falscher Knopf. Okay, bin ein bisschen aufgeregt. Beutezüge. Weiß ich nie, was einen erwartet, ne? Aber wir haben ja jetzt mit dem, also mit Juswick und ihrem Boss, haben wir schon mal eine gute Verknüpfung. Dann haben wir mit Taylor und Dasselhut eine Verknüpfung. Und Sengir und Snipey das nächste Mal dann. Ich wünsche uns viel Erfolg. Man ist bereit für Einsatz. Wir hören uns die Einsatzbesprechung uns genau an diesmal wieder. Aufklärungsberichten zufolge wurde in diesem Gebiet ein Adventzug vom Widerstand lahmgelegt und die Aliens konnten ihn noch nicht wegschaffen. Wir gehen rein und bergen jegliches brauchbare Material und Technologie. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Okay. Es ist wieder eine Bonusmission. Die negativen Konsequenzen sind relativ gering, wenn wir uns zurückziehen. Menes 1-5, Koordinaten des Adventzugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Oh, da haben wir schon jemanden entdeckt. Aber wir sind ein bisschen verdeckt. Sehr, sehr gut. Es gibt keine zeitliche Begrenzung. Jetzt ist die Frage, wollen wir das nutzen, um uns hier direkt in Position zu bringen. Ich,
Und wollen wir uns auf eine Seite beschränken? Ich würde schon sagen, dass wir uns auf eine Seite beschränken. Und dafür... uns erstmal ordentlich aufstellen. Nicht wahr? Hier oben sollte man nicht gesehen werden. Das ist auch so. Hier dann doch hoffentlich auch nicht. Das ist auch so. Hier sowieso nicht. Und unser Scharfschütze muss natürlich... mit hier hoch. Wir sind hier safe. Und gehen in den Feuerschutz. Da stehen sie gut. Wir haben ein Imitationsgerät und eine Blendgranate dabei. Wir können auch Teamwork nutzen. Wir können auch den Schwerthieb nutzen, den wir uns für später aufheben. Wir können zwei Schwerthiebe nutzen. Beides sehr gut. Teamwork können wir einmal hier abgeben. Und einmal hier. Wir können mit blitzschnellen Händen arbeiten. Auch schön zu wissen. Das heißt, idealerweise, wir haben jetzt drei Alien Boys. Wir haben zwei Ranger, die die Nahkampfverwundbarkeit der beiden ausnutzen können. Mit 9 bis 11. Und sie haben nur 8 Trefferpunkte. Können wir auf jeden Fall einen ausschalten. Direkt. Ist nur die Frage, wenn wir bis davor rennen, ob wir dann nicht noch einen zweiten Batch an weiteren Feinden aufscheuchen. Hier hinten besteht die Möglichkeit, noch ein paar Schritte weiter vorzugehen. Und da auch in den Feuerschutz. Wollen wir einen Feuerschutz? Nee, eigentlich nicht. Oder doch? Doch, dann wollen wir durch einen Feuerschutz. Dann haben wir ein Präzisionsgewehr. Ah, hier sehe ich das hier stehen, ohne dass du jemanden aufscheuchst. Okay, Pistolenfeuerschutz fände ich gut. Hier mit der Kanone. Wir warten hier noch mit der Kanone. Okay. Dann ist es Never Die, der noch Sturmschuss machen kann. Und jetzt ist die Frage, welchen der drei wir angreifen wollen. Schon den hinteren. Ja, und da stehen wir dann auch gut für später. Feind entdeckt, das ist klar. Schaden. Die Frage ist, wo gehen sie hin? Vor oder zurück? Seitlich, schmeidlich? Wir gehen nochmal rein. Auf ihn hier, okay. Warum bewegt er sich nicht? Zwei Ranger sind einfach besser als einer. Illyriumkern, gib mir einen. Jawohl. 73%. Ja. 6 Schaden. Und wenn er sich bewegt, zack. 7 Schaden. War eine erfolgreiche Runde. Wir gehen eins vor. Und laden nach. Kostenlos. Dann wart mal ab. Geh mir hoch. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Wir gehen hier hoch. Wir gehen hier hoch an diesem Baum. Wir gehen hier hoch. Okay, alles gut. Alles gut. Wir sind hier in Feuerschutz.
Feuerschutz. Und schließen uns hier oben an. Ha! Feuerschutzbeste. 4 Schaden. Daneben. Da geht doch noch mehr. Ich habe doch mehr Leute in Feuerschutz beauftragt. Wir werden hier entweder das Imitationsgerät nutzen oder aber die Blendgranate abfeuern oder aber hier oben nochmal Teamwork zur Verfügung stellen. Was wir machen können, ist mit Neverdai einen Schwerthieb ausführen auf den Adventpriester, um ihn zu töten bei 6 bis 8. Da muss er schon volle Kanone treffen. Ne? Rungun ist auch möglich und hat hier eine sehr gute Ausgangsposition. Okay, merken wir uns. Dasselbe gilt auch hier, ne? 6 bis 8 für beide Adventpriester. Mit dem Magnetgewehr können wir 72%. Können aber auch hier nochmal unterstützen. Okay, wo ist denn unser Scharfschütze? 4 bis 6. Wir müssen erstmal dein Gewehr verbessern. Das wird Zeit. Blitzschnelle Hände. Für 4 Schaden. Dann geh doch auf den hinter 50% nur. 81%. Daneben. Und halt was zerstört. Meine 1-5, achten Sie auf die Vorratskisten. Wenn sie zerstört ja. werden, können wir später nichts mehr im Gebiet bergen. Jetzt ist. Wie viel wird es denn kosten? Wenn ich nur die Pistole, wo es ausgewählt, die volle Pistole effektiv ist. Pistole, Feuerschutz, Teamwork. Wir warten mal ab. Also 91% für 6 bis 8, aber halt auch flankiert. Andererseits schließt es nicht gerade ideal. 72%, 72%. Sind wir wieder bei dir. Okay, was wir aber auch machen können, ist natürlich die 5 von hier flankieren. Nee, so weit kannst du gar nicht fortbewegen. Wir können hoch. Von oben agieren. Das machen wir in dem Fall auch. Wir haben da 80% auf Tisch. Okay. Der Schwerthieb ist halt für die Katze. Ne? Wenn der Schwerthieb für die Katze ist. Hä? 12 Schaden. Ah, er geht in den Stasis, okay. Da brauchen wir auch 8. Wir gehen mit dem Schwerthieb rein. Ich hätte nur noch einen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Wie wär's mit der Pistole? Für 50%. Nee, dann nehmen wir 80% mit dem Präzisionsgewehr. Dann haben wir schon. Okay. 2 down, wollte ich sagen. Haben wir aber gar nicht. Reingelegt. 72%. Oder wir geben ihm hier nochmal. Aber er ist jetzt auch nicht in der besten Position. Auch 2. Nee. Wie viel Prozent hat er? Nur 53, obwohl er in einer erhöhten Position ist. Okay, Magnetgewehr. Wenn du dich eh nicht bewegst, kannst du auch noch nachladen. Kill!
Nice, damit habe ich echt nicht gerechnet. Ist der in der Stasis eigentlich immer noch desorientiert? Ich möchte jetzt nicht für 43% ihn überhaupt irgendwas machen lassen. Deswegen ist immer der Imitationsgerät oder Blendgranate. Bei der Blendgranate bin ich mir sicher, ob sie ihn überhaupt tangiert. Ich bin dann schon das Imitationsgerät hier hinwerfen wollen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen Overkill ist, aber soweit ich weiß, müssen diese angreifen. Der Staatsblender, der geht da hin und versucht jetzt, ja. Tschu. 3 Schaden. Ja. Genau, und das hätte jetzt eben einer von den vom Trupp sein können. Und zu zweit sind sie nicht so stark. Okay, sie sind zu zweit so stark, das Imitationsgerät auszuschalten. Aber wir sind jetzt so stark. Auf jeden Fall mit dem Schwerthieb. Nehmen wir da ihn. Oder ihn, den Gar auszumachen. Und das entscheiden wir anhand der Trefferwahrscheinlichkeit von unserem Scharfschützen. 94%. Bringt nicht viel. Alrighty. Okay, ein Batch gibt es auf jeden Fall noch. Wir laden nach. Bleiben im Feuerschutz. Auch hier laden wir nach. Ach, kostenlos. Dann gehen wir auf eine bessere Position. Hier vorne. Ist gut. Da oben bringt es anscheinend nichts. Feuerschutz. Nachladen. Feuerschutz. Wir wechseln die Ansicht. Feuerschutz. Hier verzichten wir auf den Feuerschutz. Hier müssen wir dringend nachladen. Und dann können wir auch uns an eine andere Position begeben. Okay. Ich sehe mal, weiter unten im Zug wird halt auf jeden Fall noch was sein. Ne? Ah, das würde ich dann doch lieber mit einem Ranger erforschen. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass wenn diese Schallwellen hier von der Richtung kommen, dass sie auch wirklich dann die Aliens dort sind? Weil ja. ...62, 59, 44, nicht ganz so geil. Wir haben 44 und 66. Wir haben Klingen am Start. 9 bis 11. Ja, der da hinten wird ja am schwersten zu treffen sein. Gut, dass wir 2 Ranger dabei haben. Zack. Und wir haben sicherlich noch einen 2. Ranger, der da reingehen kann, nicht wahr? Ja, aber viel zu weit weg. Dann Sturm und Schuss. Halt. Wohin des Wegs? Hierhin. Ja, Sturm und Schuss. ...100%, 6 bis 8, aber halt auch viel, viel. 8 hat gesessen.
Und da war es nur noch einer, der mit 70% von hier aus getroffen werden kann. Ja gut, das Einzige, was wir machen kann, ist 6 Schaden. Neues. Von hier aus will ich wirklich viel mehr machen, außer ihm noch mehr. 44 nur. Blendgranate ist noch eine Möglichkeit. 52 von hier oben, 6 bis 8. Ja, dann gehen wir lieber. Ey, easy. Easy Game. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission makellos erfüllt. Mal gucken, was wir jetzt alles an Beute mitgenommen haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns diese Dissidenten in Angst versetzen. Ja. Ihr heutiger Sieg hat keine Bedeutung für die Geschichte. Gell? Meister Schaden. Meister angegriffen wurde Imitationsköder. Unser VIP heute. Schade, dass Damage befördert wird. Aber da haben wir ihn doch gut eingesetzt. Hoppeltrailer. Verwundet. Was wurdest du denn verwundet, sag mal? Übernahmeprotokoll. Revitalisierungsprotokoll finde ich besser als Übernahme. Übernahme ist mit The Risk. Mr. Never Die, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Captain. Das heißt, wir haben nächstes Mal eine Einheit mehr dabei. Klingensturm, kostenlose Angriffe mit der Waffe schwer auf alle Feinde, die in Nahkampfreichweite kommen oder im Nahkampf angreifen. Oder wenn du ein oder mehr Kills in einer Runde erzielst, erhältst du einen zusätzlichen Zug. Ah ja, auf jeden Fall. Und Schadenangriff, Schadenschritt. Soldat löst keine Reflexschüsse aus. Ja, müssen wir uns auch merken mal. Das habe ich ja letztes Mal gar nicht auf dem Schirm gehabt, oder? Oh, man verzeiht es mir. Jetzt habe ich nicht geguckt, was wir alles haben, aber wir können es ja gleich nochmal nachgucken, wenn wir mal zurückspulen. Pascal Jospik und Ian Bors. Kameradschaft Stufe 3 im Trainingszentrum stärken. Jospik. Bors. Vorteile. Verbessertes Teamwork. Gewährt einem Kameraden einen zusätzlichen Aktionspunkt. Verfügt über 2 Ladungen pro Einsatz, die von einem Kameraden geteilt werden. Doppelangriff. Ein kombinierter Standardschussangriff durch diesen Soldaten und seinen Kameraden. Dieser Schuss zählt als kostenlose Aktion für den Kameraden. Bestätigen. Auf jeden Fall. Alles super. Oh, Menschen. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir die Früchte unseres Einsatzes uns gönnen. Bis dann, euer Egonson.